Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Clash Royale. Heute mal, naja, wieder kein Chest Opening. Die drei Truhen werden geöffnet, aber heute mal hauptsächlich mit Kämpfen. Also in der Goldtruhe, mal gucken, was wir drin finden. Einmal 4 Barbaren, 6 Skelette, 8-mal den Mauerbrecher und 2-mal die Hütte. Naja, jetzt nicht gerade das, was ich mir erhofft habe, aber ich erhoffe mir ja sowieso nur epische. Die kommen ja recht selten, also kann ich oft sagen. Das, was ich mir erhoffe. Ja, in diesen Kisten war nicht gerade das Beste drin, war es bei meinem Chest Opening auch nicht. Ja, was kann ich mir denn heute kaufen? Gar nicht finden. Komm immer näher an Level 7. Das wäre echt nett, wenn ich das mal erreichen würde. Upgrades könnten mich dabei auch unterstützen, aber die kann ich ja momentan nicht so oft machen. Okay, gut. Da habe ich meine Barbarenhütte. Ging schnell. Und jetzt mal ab in den Angriff. Ein Arena 4 Angriff, das sollte eigentlich nicht sehr schwer gehen, aber nun ja. Wir wissen ja alle, wie das so ist. Zumindest alle, die das spielen. Wir wissen alle, wenn man nicht gerade sehr gut in Strategien ist und sein Deck nicht richtig aufbaut, geht es schwer, sich in einer bestimmten Liga zu halten. Also ich würde sagen, mit dem Angriff ist sein einer Turm schon mal down. Und wenn er weiterhin nichts macht, sind alle drei Türme down. Alter. Okay, der macht nichts. Lucky Angriff schon beim ersten Mal. Also danke schon mal. Und tschüss. Damit habe ich schon mal einen 3-Kronen-Sieg abgesandt. Jo, läuft schon mal gut bisher. Und jetzt Testspiel, wurde schon angenommen. Mann, Mann, Mann. Nee, auf noch ein Spiel können wir uns ja einlassen. Puh, hoffentlich läuft genauso gut wie eben. Da ich mir sicher bin, dass es nicht so gut laufen wird wie eben. Ich behalte mir schon mal die Goblins, um irgendwas abzuwehren. Wie recht ich doch hatte. Wie recht ich doch hatte damit, dass er seinen Angriff von der anderen Seite machen würde. Okay, jetzt hat er meinen Tower down, aber ich seinen nicht. Ist leider ein bisschen unpraktisch. Ja klar, wie viel Elixier hat der gerade? Alter. Jedes Mal, wenn ich was setze, hat der schon wieder Geld für Neues. Wetten, wenn ich hier jetzt was setze, macht der da drüben wieder was? Wetten? Oh, doch nicht. Hier, Drache Level 1 gegen Musketieren 4. Wer wird wohl gewinnen? Wahrscheinlich die Musketierin. Jetzt Speergoblins und Musketierin gegen den Riesen. Komm schon. Yes. Alter, wenn er mich jetzt noch down kriegt, das wäre echt ein bisschen bitter. Gut so. Okay. Die verteilen sich jetzt schön. Warte mal, habe ich den Hock überhaupt drin? Kacke. Ich habe gerade über einen Hock-Angriff nachgedacht. Jetzt habe ich den nicht mehr drin. Naja. Bis gleich, mein Telefon klingelt. Okay, den Angriff haben... So, das war's für die Folge heute mit einem sehr gelungenen und einem leider nicht gelungenen Angriff. Und deswegen, naja, beende ich die Folge lieber mal, weil ich Angst habe, dass ich danach noch mehr Pech habe und wieder eine Liga absteige. Naja. Und dann tschüss und bis zum nächsten Mal.